Hallöchen, ihr da draußen. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer weiteren Folge Elder Scrolls Online. Und zwar sind wir hier beim Gewölbe Avaloria. Das ist weiß bei mir angezeichnet, weil ich da drin schon einmal war und den Endboss quasi von diesem Gewölbe kaputt gemacht habe. Getötet. Kann mich aber nicht mal gescheit erinnern, deswegen gehen wir hier nochmal rein und auch diesen Himmelssplitter. In jedem Gewölbe gibt es einen Himmelssplitter zu holen. Der gibt uns immer einen Teil eines Fertigkeitspunktes, einer von drei Teilen. Also je drei Himmelssplitter gibt es einen Fertigkeitspunkt. Das ist richtig wichtig, weil, naja, Fertigkeitspunkte kann man nie genug haben, würde ich sagen. Okay, also ich weiß nicht, wo der Anführer ist. Ich nehme jetzt mal die Miri hier. Weil hier sind eh keine Dedra, sondern nur Skelette. Und ein bisschen an die anderen auch mal leveln hier. Die freuen sich jetzt nicht über Skelette töten, aber macht nichts. Vielleicht macht sie auch ein bisschen Schaden, die Miri hier. Mann. Stürme ist schon sehr cool. Und nicht vergessen, die Bücherregale zu durchsuchen, ja? Geht ihr vor. Okay, sie fürchtet sich vor Skeletten. Ach, Miri. Total unnütze jetzt, dass du da Angst davor hast. Ja. Dachte schon, ist da ein Boss. Aber der wird wahrscheinlich, denkt man, hier drin sein. Wir suchen jetzt nur den Himmelssplitter. Weil auf dem Kompass sehe ich auch keine Quest oder so. Also warum hier länger verweilen? Denke, mit mir kann man eigentlich gut auskommen. Okay. Der Himmelssplitter ist hier. Hier im Eck. Boah. Ah, ist schon tot. Oh, ein Rucksack. Das sagt man nicht nein. Sterben relativ schnell hier. Oh. Hallo. Mach was. Mal schauen, ob der Anführer wirklich da ist, wo ich es vermute. Sonst muss ich ihn suchen. Hilft nichts. Wir wollen ihn knechten. Chillen hier alle. Okay. Miri ist kein verlässlicher Begleiter hier drin. Danke der Nachfrage. Ja, genau. Tschüss. Ich bin an eurer Seite. Auf geht's. Wir stehen noch. Seid stolz darauf. Müsste er hier sein? Ich weiß es nicht. Ein Knochenhaufen? Was ist denn das? Ja, nix. Sind die verrückt? Hier spawnt doch etwas.
kann mir doch keiner was erzählen hier. Das wollt ihr nicht tun. Genau. Da ist er, ja genau. Zierte Risse. Oh wow, der Koloss ist weg. Wo läuft er hin? Bleib hier. Achso, ist sie. Wo läuft sie hin? Okay, das war die Anführerin hier. Gibt hier gar keine Quest. Hm. Schade. Wetten, wenn ich rausgehe. Peitsche euch alle nieder. Ah. Das war eine gute Kombo von denen hier. Mich hier betäuben und dann Streuschuss machen. Auf jeden Fall haben wir es abgeschlossen, das Gewölbe. Was war da? Sprecht mit Verande die Ma? Bla? Nix mehr? Okay. Schade, dass von anderen Charakteren, also die Questfortschritte hier an der Seite auch übernommen werden, weil ich war mit diesem Charakter ja zum Beispiel jetzt ja nicht hier in Höhle der Trophäen oder Weglangen Schlund. Ja. Ist schade, dass man das irgendwie nicht zurücksetzen kann. Aber das irritiert doch voll. Naja, wir müssen hier in diese Richtung. Oder haben wir hier noch was übersehen? Oder wer uns angreifen? Nein. Okay. Also. Wir beamen uns hier hin. Dann schauen wir, dass wir hier irgendwie rauskommen. Wenn das geht. Ich habe keine Ahnung. Bei dem Tor. Oh, jetzt ist ja hier ein Zeichen in der Mitte, wo die ganzen Handwerkstische sind. Das war vorher noch nicht da. Ist es jetzt belebter, weil ich jetzt an die einen hier Krieger stehen ein paar Krieger rum. Das ist gute Qualität. Ups. Magierin, Schneider. Sind jetzt Leute aufgetaucht hier. Was? Achso, das ist der. Was analysiere ich? Ach, 8 Minuten noch. Yeah. Schneider. Alles weg hier. Ich brauche Platz. Achso, da war ich gerade, okay. Gepäckhändlerin? Diese alte Stadt ist ziemlich eindrucksvoll. Habt ihr schon einen Seelenberaubten gesehen? Was für grässliche Kreaturen. Diese armen Dinger tun mir fast schon leid. Aber ich hörte, nur die bösesten Leute würden in Kalthafen landen. Also denke ich, dass sie mir nicht allzu leid tun müssen. Ich würde gerne mehr tragen können. Oh, 10 mehr. Ah, ja, ja, super. Diese alte Stadt ist Sinn. Ah, hier geht's Geld auch weg hier.
Nochmal? Diese alte Stadt ist ziemlich alt. Okay, 115. Passt erstmal. Irki. Irkis Herz schlägt mit 1000 Sorgen. Aber wenn ihr ein Schwert kaufen wollt, zeigt euch diese, was sie hat. Stimmt ihr das nicht? Fragt euch selbst. Was stimmt denn an einem Himmel ohne Monde nicht? Oder an einem Tag ohne karamellisierte Ziegenhappen? Oh, diese kann einfach nicht anders als an die bezaubernde Dunkelelfin mit dem wohlriechenden Duft zu denken. Ihr habt euch in eine Dunkelelfin verliebt? Bald kommt das Ende der Welt. Was spielt es da für eine Rolle, weint. Ob Irki mit ihren Klauen durch die üppigen Locken der Verzauberin kämmen möchte? Weiß die Dunkelelfenverzauberin, was ihr für sie empfindet? Wie könnte sie das nicht? Hat sich Irki nicht an alle angemessenen Schritte des Buhlens gehalten? Diese hat sich am wohlgeformten Bein der Dunkelelfin gerieben. Diese hat ihr den Kopfstoß gegen die Stirn verpasst. Irki hat ihr sogar einen toten Skäfer auf die Schwelle gelegt, um ihr zu zeigen, wie viel sie ihr bedeutet. Super, Irki. So wird es aber nix. Da verkaufen wir mal alles hier. Ah, ja. Da haben wir noch ein Rezept. Na, wo ist es? Hier, Altaugenwhisky, Lebensregeneration von 15 bis 19. Ach so, wir sind schon 21. Oh no, ich glaube, dass wir kein besseres Rezept mehr haben. Naja, auf zu unserer Mission, Vanus Galerion. Warum spricht man denn so aus? Den schreibt man doch nur mit einem N. Aber es klingt dann einfach besser. Hier ist eine Bank, ah. Da komme ich jetzt überall rein. Schön. Und hier geht's jetzt auch raus. Boah, Leute. Das sieht ja mal düster aus. Ah ja, apropos. Ich muss hier wieder was trinken. Mein Buff ist ausgelaufen. Okay, also. Bewegen wir uns dann mal nach rechts runter. Und schauen uns das mal an. Ah, hier rund. Oh no. Ja, richtig cool gemacht hier alles. Ich bin schon gespannt, was ihr daraus wohl macht. Ah, hier gibt's auch so ein Irrlicht. Hier noch ein Runenstein. Hier gibt es auch einen Boss. Schade, dass die wieder verschwinden, wenn man wieder weit weg ist. Der da oben irgendwo ist wieder weg. Hier gibt es Frostadronachen. Falls jemand welche braucht. Das abscheuliche Laboratorium. Dann schauen wir mal. Auf jeden Fall Gadris. Oh, wow. Ich kann so nicht weiter. Ich kümmere mich darum so. Ihr könnt gleich rauskommen und es sehen. Also ist endlich jemand gekommen, um uns zu helfen. Führt ihr Selbstgespräche? Wir sind hier draußen mitten in Kalthafen. Und das ist die beste Frage, die euch einfällt? Ich führe ganz sicher keine Selbstgespräche. Ich spreche mit dem Alchemisten. Haltet die Klappe, räudige Katze. Bei all eurem Lärm höre ich mich selbst nicht mehr denken. Ich sehe sonst niemanden. Geduld, Sur. Ich werde alles erklären. Ich bin Teil der Magiergilde. Wir traten durch das Portal und landeten im abscheulichen Laboratorium. Die Daedra haben Experimente mit uns angestellt. Unsere zwei Seelen wurden miteinander verschmolzen. Jetzt siechen wir langsam dahin,
während diese Seelenverschmelzung uns tötet. Vielleicht kann ich helfen. Oh, hallo. Ah, wieder aus Khajiit-Augen zu blicken. Sur hasst es, an diesem dunklen Ort eingesperrt zu sein. Ihr müsst Alchemist sein. Ja, dieser ist recht berühmt. Vielleicht habt ihr von Sur gehört, aber Sur muss euch etwas sagen. Diese Seelenverschmelzung bringt uns um. Werdet ihr uns helfen? Werdet ihr unsere Seelen entschmelzen? Was soll ich tun? Entschmelzen ist sehr wohl ein Wort. Entschuldigt, die Dwemer-Maschine, die dafür verantwortlich ist, steht im Inneren dieses Labors. Aber Geröll versperrt den Weg. Besorgt Surs Notizen und eine Flasche mit Perlentintur. Damit können wir einen Trank brauen, der euch an diesem Geröll vorbeibringen wird. Ich werde eure Notizen und die Tinktur suchen, aber ich habe noch ein paar Fragen. Fragen sind gut. Fragt so viel ihr nur wollt. Das ist schließlich die Grundlage jedes systematisch durchgeführten Experiments. Aber vergesst nicht, dass man die Regeln erst kennen muss, bevor man sie sinnvoll brechen kann. Was für ein Trank wird mich am Geröll vorbeibringen? Surs Spezialität ist die Transmutation. Die Kunst, eine Sache in eine andere zu verwandeln. Also, sollte es nicht allzu schwierig sein, euch von etwas Großem in etwas Kleines zu verwandeln. Dann könnt ihr an den Hindernissen vorbei, die den Zugang versperren. Sur hat nie gesagt, dass es leicht werden würde, Dunkelelf. Hütet eure Zunge. Könnt ihr mich nicht einfach hinein teleportieren? Leider nein. Die Seelenverschmelzung hat uns geschwächt und wir müssen unsere Kräfte schonen. Mit dem Rezept und den Zutaten kann dieser einen Transmutationstrank herstellen und dabei fast gar keine Energie verbrauchen. Derzeit ein sehr viel klügeres Vorgehen, ja? Wart ihr Teil der Expedition nach Kalthafen? Oh ja, wir kamen her, um den bösen Molag Baal zu besiegen. Oder war es Mani Marco? Sur hat es vergessen. So viele böse Dinge beginnen mit dem Buchstaben M. Aber irgendetwas ging schief, weshalb Gadris und ich hier gelandet sind. Dann haben die Daedra unsere Seelen miteinander verschmolzen. Kann ich wieder mit Gadris sprechen? Ist das cool. Ihr habt keine Ahnung, wie es sich anfühlt, wenn ein Khajiit in eurem Kopf umherrennt. Wie wurden eure Notizen für Vorräte so weit verstreut? Ich weiß, ihr sagtet schon, dass es euch leid tut, aber die Frage wurde nun einmal gestellt. Einer von uns beiden ist etwas unorganisiert und hat Freude daran, an Dwemer-Maschinen herumzuspielen. Die dadurch ausgelöste Explosion hat diesen Eingang in einen Haufen Geröll verwandelt und unsere Vorräte überall hin verstreut. Werdet ihr hier zurechtkommen? Sicher. Wir werden uns auf den Weg zum Eingang machen. Wir können eine einfache Illusion erzeugen, um unsere Anwesenheit zu verbergen. Ich wünschte nur, wir wären nicht so schwach. Mir ist nie aufgefallen. Was ist euch nie aufgefallen? Mir ist nie aufgefallen, wie sehr mich meine Fähigkeit, Magie zu wirken, als Person definiert hat. Und jetzt, da mir nichts mehr von dem gelingen will, was mir einst so leicht fiel, weiß ich beinahe nicht mehr, wer ich eigentlich bin. Eine sprechende Katze im Kopf zu haben, ist auch nicht gerade eine große Hilfe dabei. Was ist mit den anderen Magiern geschehen? Ein paar von uns kamen gemeinsam hier an, aber nur der Alchemist und ich haben die Experimente überlebt. Sur's Explosion hatte einen wünschenswerten Nebeneffekt. Sie vernichtete unsere Dremora-Häscher. Falls wir aus dieser Klemme entkommen sollten, haben wir Informationen von überlebenswichtiger Bedeutung für die Magiergilde. Okay, dann schauen wir mal, dass wir die Notizen einsammeln hier. Zwar, hier drinnen haben wir schon mal welche. Oh, grüß dich. Oh, da wollte mich ankotzen. Transmutation lebender Kreaturen. Okay. Ah, oh, eine schwere Kiste, hätte ich fast übersehen hier. Rezept für den Transmutationstrank. Ah, Feuer! Bitte
Bitteschön, ich habe doch gern geholfen. Psst, hier drüben. Dieser hat einen Illusionszauber gewirkt. Keine große Sache. Ein Buch. Es ist gut, wieder draußen zu sein. Kalthafen ist ein unwirtlicher Ort. Aber dieser kann sich anpassen. Was macht ihr hier? Sur dachte, er hätte die Tinktur hier gelassen. Also kam ich her, um nachzuschauen. Verratet Gadris nicht, dass Sur hier war. Ein einfacher Illusionszauber hat mich geschützt. Aber Gadris macht sich immer so leicht Sorgen. Ich liebe das Erforschen. Es muss merkwürdig sein, sich den Körper mit jemand anderem zu teilen. Diesem hat es schon immer gefallen, neue und ausgefallene Dinge auszuprobieren. Doch in diesem Fall, es ist sehr seltsam, sehr peinlich. Gehört dieser Gedanke mir Sur oder mir Gadris? Dieser kann sich nie sicher sein, wo Surs Gedanken enden und Gadris Gedanken anfangen. Sehr verwirrend, ja? Ja, ich glaube, ich habe die Tinktur einfach zu schnell genommen. War ja cool hier. Bewegt euch! Los! Dankeschön fürs Pullen. Ah, die spawnen halt echt schnell hier. Aber macht nichts. Wir haben Zeit. Hoppla. Hoppala. Runenstein. Ha, das könnte hilfreich sein. Das abscheuliche Laboratorium. Schön. Ach, Gadris. Oder Sur. Sur sagte, dass unsere Freundin uns... Gadris ist wütend, weil wir uns hinter ein paar Felsen verstecken mussten. Unwürdig, sagt er. Nun, Sur sagt, dass es noch unwürdiger sei, von einer deformierten Kreatur gefressen zu werden. Ich habe die Dinge, um die ihr gebetet hattet. Ruhe, Gadris. Dieser weiß, was er tut. Das ist wohlduftendste Arbeit, meine Freundin. Wohlduftendste Arbeit. Sur wird umgehend den Trank herstellen. Er sollte euch ein wenig kleiner machen. Mit Sicherheit klein genug, um sich durch das Geröll zu quetschen. Ja, wie lange werde ich geschrumpft bleiben? Lange genug, um ins Labor hineinzuschlüpfen. Ein paar Minuten, grob geschätzt. Jetzt lass Sur einmal nachdenken. Waren es 6 oder 7 Tropfen? 7. Ich hoffe, ihr wisst, was ihr da tut. Ich hab's in der Notiz gesehen, flüchtig. Sur glaubt, er habe etwas getrockneten Suppenlust da drüben gesehen. Ja, hier ist er. Ah, Sur ist bislang bester Trank. Ihr werdet ihn jetzt trinken, nicht wahr? Das wird stündlich anstrengender. Hier ist der Trank. Ich hoffe, Sur hat keine Abkürzungen genommen. Aber so wie ich ihn kenne, schmeckt es wahrscheinlich furchtbar. Dieser Trank wird mich also schrumpfen lassen? Ja, Sur. Ich werde es auf alle Fälle erwähnen. Ich bin kein Trankmischer und ich habe keine Lust, noch einmal die Vorzüge der Alchemie mit Sur zu diskutieren. Aber die Katze weiß schon, was sie tut. Such drin nach meinem Notizbuch. Es listet auf, was für die Herstellung der antipodischen Stäbe erforderlich ist. Die antipodischen was? Stäbe, die Seelenverschmelzung umkehren werden. Findet einfach nur die Komponenten und stellt die Stäbe her. Wir werden versuchen, uns zu erholen und genug Kraft zu sammeln, um uns selbst dort hinein zu teleportieren. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie bitte, bevor ihr den Trank trinkt. Ich werde jetzt den Trank zu mir nehmen. Der Trank wird wirken, ihr werdet es schon sehen. Und ihr sollt wissen, dass ich dankbar für eure Hilfe bin. Das sind wir beide. So eine lustige Quest hier. Okay. Oh nein, ich bin ein Äffchen.
hier. Wie lustig ist das? An dieser Stelle danke ich euch fürs Zuschauen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ist echt eine lustige Quest hier oben. Vielen Dank fürs Zuschauen, genau. Lasst einen Daumen hoch, falls euch das Video gefallen hat. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Tschüssi euch!